M9. November 2023 erlebte die Germersheimer Unternehmenslandschaft eine bedeutende Entwicklung, als die dort ansässige Nolte Möbel GmbH Co. KG offiziell Insolvenz anmeldet. Angesichts der unerbittlichen wirtschaftlichen Herausforderungen, die sich letztendlich als unüberwindbar erwiesen, blieb dem Unternehmen keine andere Wahl, als Zuflucht in den Hallen der Insolvenz direkt zu suchen. In einer bemerkenswerten Wendung hat die Nolte GmbH Co. KGAA, die Muttergesellschaft der Nolte-Gruppe, eine Erklärung abgegeben, ihren Status klarzustellen. Es wird bekannt, dass sich das